Liebe Genossinnen und Genossen, hochlebe der 1. Mai! Ein Slogan vorhin hat mir besonders gut gefallen. Team Österreich ist Heuchelei, und das stimmt, das Team Österreich ist Heuchelei. Wer kann sich erinnern, wie der jetzige Bundeskanzler Kurz vor ein paar Monaten noch die allgemeine Unfallversicherung abschaffen wollte? Und jetzt wird davon geredet, dass die Krankenhäuser und die Krankenpfleger das Wichtigste sind. Es wird geklatscht, aber das ist reine Heuchelei. Was wirklich nötig wäre, ist eine absolute Ausfinanzierung vom Gesundheitsbereich. Das Kapital hat ein Interesse daran, all diese öffentlichen Einrichtungen totzusparen. Und zwar nur im Sinne des Profits. Und Bundeskanzler Kurz und die schwarz-grüne Regierung sind ein Ausdruck von diesem Wunsch vom Kapital. Und das sieht man auch jetzt. Während hunderttausende Menschen in Österreich in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, in die Kurzarbeit, wo man weniger verdient, werden die großen kapitalistischen Unternehmen systematisch gerettet. Während hunderttausende Arbeiterinnen und Arbeiter auch während der schärfsten Lockdown-Maßnahmen jeden Tag ihr Leben riskiert haben, indem sie in völlig überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln in die Fabrik gefahren sind, wo sie gedrängt aneinander stehen und arbeiten haben müssen, werden die großen kapitalistischen Unternehmen die AUVA gerettet. Die AUVA hat 700 Millionen Euro Staatshilfe angefragt. Es werden weitere Millionen und Abermillionen in die kapitalistische Profitmacherei gesteckt werden. Und da müssen wir sagen, wir machen da nicht mit. Was für uns wichtig ist, nur die Arbeiterinnen und Arbeiter selber können die Kontrolle übernehmen. Nur die Arbeiterinnen und Arbeiter selber können kontrollieren, dass die Gesundheitsmaßnahmen eingehalten werden. Dass keine Profitmacherei mit dieser Krise gemacht werden, Spekulation und so weiter. Es muss irgendwie in allen Betrieben Gesundheitskomitees geben, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter selbst entscheiden, wie sicher man arbeiten kann. Und wenn die Gesundheit nicht sichergestellt ist, die Genossinnen und Genossen für die Wartezeit hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Genau, und ich habe vorhin, wo ich gestoppt habe, habe ich angesprochen, dass nur die Arbeiterinnen und Arbeiter diese Gesellschaft kontrollieren können. Sag ihn. Test. Bleibt stehen. Passt schon. Dass nur die Arbeiter und Arbeiterinnen diese Gesellschaft kontrollieren können. Und das gilt international. Man hat auf der ganzen Welt gesehen, wie der Kapitalismus in den letzten Wochen und Monaten total versagt hat. Auf der ganzen Welt haben Nationalstaaten unterschiedlich falsch auf diese Corona-Krankheit reagiert. Auf der ganzen Welt sind Grenzen geschlossen worden, Grenzen hochgezogen worden, wo es eine gemeinsame Antwort gebraucht hätte. Der Kapitalismus ist völlig unfähig. Auf der ganzen Welt werden Millionen und Abermillionen Arbeiter in die Arbeitslosigkeit, in den Hunger geschickt. Aber der Kapitalismus wird gerettet, die großen Banken und Konzerne. Daher sagen wir, es braucht den internationalen Sozialismus, um auf diese Krise zu antworten. Die Arbeiterinnen und Arbeiter aller Länder müssen sich erheben und den Kapitalismus ein für alle Mal stürzen. Er hat versagt. Und deswegen bin ich auch besonders froh und glücklich, euch die Grüße zum 1. Mai unserer Genossinnen und Genossen der international-marxistischen Tendenz aus Pakistan, den USA, aus Schweden, Großbritannien, aus Frankreich, aus Italien und aus vielen anderen Ländern zu überbringen. Gemeinsam sind wir stark. Hoch die internationale Solidarität, es lebe der 1. Mai, lang lebe der Sozialismus! Hoch die internationale Solidarität! Liebe Genossinnen!